Willkommen zurück zur Karriere mit Werder Bremen. Nachdem er jetzt hier das Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen 1:1 nur letztendlich glücklicherweise verlassen haben, müssen wir jetzt feststellen, dass unsere Ziele gefährdet sind. Wie bereits zu Beginn der Saison besprochen, ist das Stärken unserer Marke ein wichtiges Ziel für den Verein. Derzeit scheint dieses Ziel gefährdet. Bitte behalten Sie diese spezifischen Ziele im Auge, die wir Ihnen gesetzt haben, und tun Sie alles, um diese zu erreichen. Okay, Ziele anzeigen. Markenpräsenz. Oh. Verpflichte einen wichtigen Spieler für die erste Mannschaft, Puls und Stürmer. Da haben wir eigentlich zwei Leute letztendlich dann auch in dem Moment verpflichtet. Vielleicht hätten wir beim Vertrag irgendwie so essentieller Stammspieler oder sowas machen müssen. Das haben wir letztendlich auch nicht so richtig geschafft. Naja, aber wenn sie jetzt anfangen zu meckern, dann weiß ich jetzt aber auch nicht. Doch, das löschen wir. Dann Scouting-Update. Haben wir hier noch eine Perle? Mal gucken. Braun. Achso, der ist schon weg. 73 bis 87. Sehe ich jetzt noch nicht so richtig ein. 65 bis 89. 80.000. 80. Gucken wir uns mal die jungen Spieler an und gehen mal so ein bisschen nach dem derzeitigen Wert. Wobei, da brauche ich gar nicht gucken. Warte mal, was hat denn der für ein Potenzial? Der vielleicht? 45.000, verkehrte Baron. Also da brauchen wir als Werder Bremen, glaube ich, nicht gucken. Für andere Vereine, hier ist einer. 18. Ja, linker Verteidiger brauchen wir, glaube ich, nicht. Nee, ich glaube, da ist jetzt diesmal nichts dabei. Von daher löschen wir das auch mal eben. Die wir haben, die Talente, die sind schon wirklich sehr, sehr gut. Und da fiel mir ein, jetzt haben wir auch wieder Möglichkeiten, hier zu changen. Brandt hat mir jetzt nicht so richtig gefallen, da soll auch jemand anderes mal dran kommen. Vielleicht jagen wir da auch nochmal Amiri nochmal durch. Der darf ruhig auch mal Schwere als Stärke haben. Meier möchte ich ganz gerne weiter trainieren, so als erster Torwart. Wobei, wir haben hier auch Hoffmann. Auch ein guter Torwart, aber er ist natürlich hier schon unser Vorzeige Torwart. Machen wir mal hier 1 gegen 1 schwer. Ja, vielleicht kann er dadurch ja am besten lernen, das wird sich zeigen. Den haben wir hier noch. Der kriegt schon. Das ist eigentlich auch mit der Beste, aber auch dem werden wir mal irgendwie ein bisschen was anderes zu tun geben. Machen wir mal Torvorlagen. Und Dietrich. Haben wir hier noch einen besseren Richter. Dann nehmen wir mal Richter. Der kriegt dann auch noch mal was ist denn hier? Was haben wir denn mal? Dribbling-Parcours. Mal sehen, vielleicht war das ja eine ganz gute Auswahl. Wir schauen einfach mal. Wenn nicht, dann nicht. Ja, A, C, 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 B. Das ist nicht schlecht, das lasse ich mir mal so gefallen. Amiri mit dem B sehr gut. Schmidt hat gut trainiert. Ja, kann man glaube ich so stehen lassen. Das ist in Ordnung. So, nächster Gegner ist Leipzig. Okay. So, Portugal ehrt uns natürlich total, dass wir letztendlich, was haben wir hier? Wollen wir nicht. So, Nationalspieler. Thomas Delaney und Florian Kainz werden letztendlich zu ihren Nationalmannschaften gerufen. Das ist schön. So. Nicolas Ranvier-Staderen. Okay. Gucken wir uns den Vogel doch mal an. Talente sind mir immer sehr gelegen. Oder kommen wir sehr gelegen. So. Mal gucken, kann der was? Balance. Beweglich ist er. Kurzer Pass. Naja. Wir können ihn ja mal auf jeden Fall mal beobachten lassen. Da spricht ja nichts gegen. So, was haben wir jetzt hier noch? Portugal hat das Angebot zurückgezogen. Okay, Portugal, tut mir leid. Du wirst schon einen guten Trainer finden. Vielleicht sogar besseren als ich. Gehe ich mal von aus. Wir stürzen uns erstmal hier in das nächste Heimspiel gegen Rasenballsport Leipzig. Trikot passt. Teammanagement. So, Augustinsson ganz stark gewesen. Der muss auf jeden Fall rein. So, Bappe wird von Anfang an spielen.
Fritzi fand ich jetzt nicht so stark, aber ist natürlich unser Captain, der bleibt. Sané, da möchte ich doch nochmal Kai Laika sehen. Amiri ist soweit ausgeruht. Dann machen wir jetzt mal hier wieder Max Kruse rein. Benzia lassen wir mal drin. Die Bank muss ich auch noch aufräumen. Machen wir es so. Buddles nehme ich mal mit. Auch der könnte mal noch ein paar Einsatzzeiten bekommen. Moisander verletzt. Meier soll wieder spielen. Da wird momentan gesehen wohl unsere neue Nummer 1 werden. Bauer nehmen wir auch mal mit. Er ist so ein bisschen verloren. Wirkt auch ganz unglücklich. Aber egal, können wir nichts ändern. Bundesliga ist hart. Und wir müssen sehen, dass wir hier eine gute Truppe stellen. Leipzig habe ich jetzt gar nicht hier gesehen, wo die tabellarisch sind. Aber das wird uns bestimmt gleich gesagt vom netten Kommentator. In der Bundesliga ja ziemlich weit oben im Real Life. Hier weiß ich jetzt gar nicht unbedingt. Aber da ist leider auch Werder ja ziemlich weit unten. Und wir haben ja einen ganz anderen Weg eingeschlagen. So, jetzt geht's los. Mal gespannt, wo Leipzig ist. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Wir erwarten uns einiges von der heutigen Partie und gleich geht's dann auch los. Hallo. Ausverkauftes Stadion. Werder Bremen dürfte nicht unbedingt unzufrieden sein mit dem Auswärtspunkt. Ist wieder Theo, unser Captain. Ja, auf diesem 1:1 werden sie heute aufbauen wollen. Und wer weiß, vielleicht ist heute sogar ein Sieg. Mal sehen, ob Davy Selke spielt bei Leipzig. Ehemaliger Werder-Spieler. Kommt allerdings nicht so richtig zum Einsatz. Aber wenn, dann trifft er leider auch gegen uns. So, und den ersten 9 sind sie schon mal nicht. Sie haben Konstanz gezeigt. Wer ist das? Wer guckt da so grimmig konzentriert? Genau, da ist unsere Aufstellung, Veränderung mit Kalajka in der Standardformation und mit Hajrović letztendlich wieder dabei und mit Bappe gehen wir doch anders als im Spiel gegen Leverkusen ins Rennen. Okay, Pausenspiel auf jeden Fall schon mal und sieht so aus, wenn Davy Selke nicht spielt. Aber halt Timo Werner und der ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Genau, da haben wir es. Papadopoulos. Der wurde auch umgereicht. Das ist doch ein Spieler von Leverkusen. Oder von Schalke, weiß ich gar nicht. Und der ist doch ausgeliehen worden jetzt nach Leipzig und ist jetzt schon wieder woanders hin ausgeliehen worden. Der hat auch ein Leben. Unglaublich. Aber egal, genug geschnackt. Jetzt geht's hier los. 90 Minuten liegen vor uns. Gegen Leipzig, wir wollen es nicht blamieren. Leipzig demzufolge mehr mittelmäßig bis unteren Mittelfeld. Und nach der schweren Partie gegen Leverkusen brauchen wir jetzt einfach auch mal für die Fans ein dominantes Spiel. Sehr gut reingespielt. Flanke war nicht so gut. Dominik Kaiser. Oh. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Da hat Augustin seinen Ball schön geklärt, aber dummerweise direkt letztendlich in Richtung eines Leipziger Spielers. Und der zimmert erstmal drauf. Okay. So, Fritzi. Delaney. Gesehen. Ah, Ball ist weg. Was war denn das für ein Scheiß, bitte? Da kommt's auch schon, da kommen schon die ersten Pfiffe nach 6 Minuten. Aber muss erstmal reinkommen in die Partie. So. Langer Abschlag. Schön von Delaney geklaut. Amiri. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Wenn's ja. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Amiri! Ah, was für ein Kollerball. Was für ein Kollerball, den hat er nicht richtig getroffen. Dann kann das auch nichts werden. Ansonsten wirkt es wieder so ein bisschen so Anfangszerfahrenheit. Da haben wir Kalajka. Ball wird verloren. Ich glaube, das war auch irgendwie der Fritzi. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Oh, der Ball läuft gut, aber noch Kaiser! Den Ball hält er fest. Gute Aktion. So, da haben wir Benzia, der ist schnell. Kann er sich auch hier durchsetzen?
Das war natürlich kein guter Pass. Oh, ja, war nicht schlecht, der Schuss von Fritzi, aber naja. So, für Benzia würde es mich ja freuen, wenn er mal wieder treffen würde. Kalajka macht echt sehr, sehr guten Eindruck. Abgefangen, gut gemacht. Okay. So, jetzt wieder die Leipziger am Angriff. Geht da ran. Ran, Hajrovic. Ja, schön, Hajrovic. Holt sich den Ball. Kann er ihn abschütteln? Er ist doch schnell. Die Flagge kommt gut rein. Tor. Benzia. Gott sei Dank. Aber großes Lob geht hier an Hajrovic, der sich den Ball da einfach schnappt und nicht abdrängen lässt und eine schöne, gezielte, präzise Flanke schlägt. Da haben wir ihn nochmal. Und da braucht quasi Benzia ja wirklich nur noch den Schlappen hinhalten. Und somit steht es 1:0 mit unserem brasilianischen Ball. Wir machen wieder den Hot Stepper. Sehr, sehr gut. So, 1:0 steht schon mal. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr awesome. Ich würde es auch ganz gerne dabei belassen. Aber die kommen so gut durch. Oh. Meier. Oben. Schönes Direktspiel. Wieder auf Hajrovic. Geht nicht immer. Sonst ein guter Kämpfer. Theo. Oh, was macht Theo denn da? Augustinsson. Hajrovic. Oh, was war das? Oh Mann, jetzt geht er ran da, Leute. Forsberg da unten wieder. Theo kann letztendlich noch retten. Ich hätte eigentlich ganz gerne schnell den Deckel drauf. Also sehr, sehr schnell. Hoffentlich das zweite Tor. Fritzi. Schaffst du. Komm, setz dich durch, Junge. Setz dich durch. Oh. Da war es aber euch knapp, dass wir da oben noch an den Ball kommen, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Delaney. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch machen. Oh, verdammt. Da war aber wieder Benzia, absolut. Das gefällt mir. Auf jeden Fall ein guter Einkauf, das müsst ihr ja letztendlich auch sagen. Hat sich auf jeden Fall bewährt, da ein bisschen mal in die Tasche geworfen zu haben. Da ist er schon wieder. Oh, sehr, sehr gefährlich. Heute gefällt er mir richtig gut. Aber ich denke mal, wir müssen ja auch den Publikumsliebling letztendlich auch nochmal bringen. Kalulu, Matteo. Ja, macht doch gut. Allerdings nicht ganz sauber, sagt der Schiedsrichter. Gelbe Karte wird es aber nicht geben. So. Aufpassen. Schön von Meier. Okay, Leute, raus. Gibt da nicht so viel Platz da. Leute. Oh. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Da sind Meier wieder. Hajrovic, kriegst du ihn noch? Nein. Okay, so eine kleine Druckphase jetzt gerade von Leipzig so ein bisschen. Oh, wir haben den Einwurf. Hätte jetzt aber anders gesehen. Die Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's. Fritz. Wichtig, ah, dass er hier Papadopoulos. Kann sich da noch zur rechten Zeit einmischen. Oh, komm schon, Amiri versucht auch alles. Jetzt wird's gefährlich. Oh, Pausen schon wieder durch. Aber da ist, ja, letztendlich die Halbzeit dann auch jetzt zu Ende. Also Leipzig nicht chancenlos, übt da durchaus Druck auf. Wir können es bis jetzt immer noch irgendwie bereinigen. Und führen letztendlich dann dank Benzia nach einer schönen Aktion von Hajrovic mit 1:0. Da wird gewechselt. Sabitzer kommt rein für Kaiser. Okay. Was auch immer das für die Leipziger Taktik bedeutet. So, dann haben wir Bappe, von dem haben wir noch gar nichts gesehen.
Delaney. Amiri. Sie suchen das Loch. Boah, schön. Vorsicht, dass es kein Abseits gibt. Delaney. Wieder eine schöne Flanke von Hajrovic in dem Moment. Da hat Isaac sich sehr, sehr gut durchgesetzt und zeigt auch wirklich seine Berechtigung, warum er dann letztendlich hier hin. Tor! Was für ein geiles Ding! Alter, was war das bitte schön für ein geiles Tor von Mbappé? Mal ehrlich jetzt. Das waren auch bestimmt 30, 40 Meter, oder? Und er knallt ihn so richtig geil unter die Latte. Geil. Naja, gut, soweit was doch. Aber schön. Geil, das gefällt mir. Schön unter die Latte. Nochmal angucken. Traumtor. Geil. Und da wird schon noch wieder Sing gesungen. Richtig geiles Tor. Das hat er echt gut gemacht. Das hat er echt gut gemacht. So, jetzt aber nicht nachlässig werden hier hinten, Leute. Ist mir dann doch alles noch ein bisschen zu offen hier. Sicher vom Tor. Gut gemacht. Meier macht das echt gut. Und wir freuen uns auf die nächste Bundesliga-Begegnung für Werder. Aber wieder den Torschützen Mbappé. Auswärts gegen den SC Freiburg. Und das könnte eine richtig gute Spiel werden. Delaney versucht's auch mal, aber das war jetzt überhaupt nichts in dem Moment. Als wenn er auch ein Fernschusstor machen möchte. Wir gucken mal, ob wir jetzt mal wechseln. 57. Minute ist jetzt auch so ein gewisser Zeitraum da. So, ich wollte ja unbedingt, dass Buddles nochmal Einsatzzeit kriegt. Den bringe ich auch einfach mal für Hajrovic, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Kalulu kommt für, ich würde fast sagen mal für Kruse. Der hat ja noch ein bisschen Defizite. Und dann bringen wir auch nochmal Bauer für Fritzi. So, ich denke mal, dann haben wir nochmal so ein bisschen Rotation und die Leute kommen noch ein bisschen auf ihre Spielzeiten. Das kann man eigentlich ganz gut machen. Und wie gesagt, das Publikum möchte sicherlich auch Kalulu sehen und es spricht ja nichts dagegen, dass da eben auch so letztendlich dann sein soll. Sabitzer. Hier haben wir Bauer. Geht auf jeden Fall schon mal ein bisschen aggressiver rein als es Fritzi getan hat, werden sie ja. Oh, der kleine Mini-Kalulu. Habt ihr das gesehen, wie der da hochgejumpt ist? Aber er trifft den Ball nicht richtig. Geil. Sah nicht schlecht aus. Macht auf jeden Fall Spaß. Verstehe ich gar nicht, dass der nicht so gewertet wird von unserer Geschäftsleitung, dass das ein wichtiger Spieler für den Sturm ist. Kalaika. Oh, das war nicht gut. Aus? Nein. Sehr gut, Meier beweist sich immer mehr, dass er dann doch auch hier dem Druck standhalten kann mit seinen 16 Jahren. Ja, und Kalulu wird natürlich jetzt auch immer hart in die Mangel genommen. Man weiß ja, dass er hier für Gefahr sorgen kann. Paulsen. Oh. Da kann er ihn stoppen. Kalaika. Delaney. Da war Delaney. Bartels. Noch sind hier 20. Kann Delaney den Ball behaupten? Er sieht fast so aus. Da haben wir Amiri. Das könnte gefährlich werden. Ah, da kommt auch der kleine Kalulu nicht ran. 71. Minute, 2:0, absolut verdient, würde ich mal sagen. Wobei Leipzig hier wirklich nicht schlecht spielt, das kann man absolut nicht sagen. Amiri. Gut gemacht. Ah, verdammt. Also immer wenn letztendlich hier Kalulu am Ball ist, dann da spielt er den Ball ist Gefahr. Sie suchen die Buddles. Okay, das auf jeden Fall für uns. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ah, verdammt, das war ja auch zu einfach jetzt gedacht. So einfach ist es dann doch nicht. Amiri.
Der versucht es einfach nochmal. Und auch der Schuss war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. War auf jeden Fall jetzt nicht so ein Pullerball, sondern ganz knapp drüber. Aber ich sag mal, zwei solcher Tore in einem Spiel, das wäre auch wahrscheinlich zu viel des Guten. Aber auch er zeigt, er ist auf der linken Seite ein gesetzter Spieler. So. Kalajka, was kann Kalajka mit Selke machen? Jetzt wird's interessant. Sie werfen ihre Schön. Bisherige Taktik komplett über Bord und drängen auf das Gegner. Oh Mann. Lange Bälle und alle Mann nach vorne. Wenn sie hier. Gefährlich. Ah. Jetzt gibt's Abstoß. God damn it. So, wir sind weiter hungrig, spielen immer weiter nach vorne, muss ja auch so sein. Der Spielstand kurz vor dem Abpfiff. Jetzt. 2:0. Wer ist der nächste Gegner? Oh, Benzia. Hat ja das 1:0 erzielt und seitdem aber immer in Aktion mit eingebunden. Das wird wahrscheinlich auch nichts werden. Torwartball, sehr schön. Da kann man auch einfach mal hinfallen bei dem Ball, gar kein Problem. Kalajka hat auf jeden Fall seine Chance jetzt nicht verbaselt, sag ich jetzt mal. Richtig stark gefällt mir auf jeden Fall. Der war viel zu schwach und unpräzise, um irgendwelche Probleme zu machen. Die Nachspielzeit wird angezeigt, 3 Minuten gibt's. Pappe. Oh. Und da macht Kalulu doch noch sein Tor. Gute Entscheidung vom Trainer, den einzuwechseln. Der macht das Tor. Aber eine super Aktion wieder vom Bappe gewesen. Schön vorgetragener Angriff. Und dann machen wir dann doch noch das 3:0. Gucken wir uns noch mal schön an. Bappe, toller Schuss. Und dann ist Kalulu da und braucht den Ball nur noch. Ein Ticken. Wobei das auch so einfach klingt, auch da scheitern viele, viele Spieler drin. Im Real Life auch. Wir machen es allerdings gut, Kalulu eingewechselt, Tor gemacht. Da werden wieder T-Shirts verkauft auf jeden Fall. Und damit ist das Spiel auch beendet. Wir gewinnen 3:0 ohne größere Schwierigkeiten, aber auch mit Leipzig, die sich hier absolut nicht haben abschießen lassen, die wirklich auch gut mitgespielt haben. Und wir haben heute in der Abwehr, denke ich mal, ein bisschen risky gespielt mit Spielern wie Kalajka. Die natürlich noch ein bisschen jung und unerfahren sind. Aber wir haben gewonnen, das ist die Hauptsache. Und die nächste Aufgabe kann kommen. Es geht immer mehr in Richtung Meisterschaft, internationaler Bereich. Und so, wenn wir so weitermachen, dann sollte das auch beides klappen. Und dann spielen wir nächstes Jahr Champions League. Und da freue ich mich schon drauf. Jetzt ist allerdings erstmal Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.